Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich konnte mich nicht entscheiden. Es ist ein bisschen länger geworden diesmal. So viel Wichtiges. Tja, und flugs ist eine weitere Woche um. So ist es, Marcel. Der Radio Marabu Wochenrückblick. Oh, mit Hall, immer dran denken, wenn dich der Hauch der Geschichte streift. Nimm Hall. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Gut. Und weil ja einige gerne immer die Geschichten aus Russland, die sie irgendwo im Internet gelesen haben, weitererzählen. Frau Sacharowa. Pauls kritisiert die Voraussage des Dritten Weltkriegs am Beispiel eines Textes von Peter Heisenko. Der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Unüberschaubar ist die Zahl der Dritten Weltkriege, die seit 1945 vorausgesagt wurden und zum Glück nie eingetreten sind. Genauso wenig wie die Hunderte von Weltuntergängen. Er stellt die Frage, wozu waren diese Voraussagen gut? Haben sie zu mehr Erkenntnis geführt? Auch kritisiert er Artikel wie beispielsweise Zukunftsvisionen. Oder Gemeinschaft für Frieden und Gerechtigkeit. Diese wollten Mut machen und Hoffnung verbreiten, sind aber eher rückwärtsgewandt, beziehen sich auf eigentlich vergangene oder vermeintlich idyllische Welten. Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung, die mit den Realitäten des alltäglichen Kapitalismus konfrontiert ist, sind solche Darstellungen zu entrückt. Er kritisiert einen Artikel von Norbert Hering. Bank für internationalen Zahlungsausgleich stellt dystopischen Plan für neues Währungssystem mit digitalem Zentralbankgeld vor. Er meint, sein Text ist getragen von den Befürchtungen hinsichtlich den totalitären Kontrollmöglichkeiten, die digitales Zentralbankgeld ermöglicht oder begünstigt. Das gilt es anscheinend zu beweisen. Dabei wird mehr vermutet als wirklich belegt. Rauitz zitiert Artikel 24 Absatz 2 des Gesetzesentwurfs. Der digitale Euro ist kein programmierbares Geld. Dann halten wir uns an feststehende Dinge. Reisen öffnet das Herz, es erweitert den Horizont und wie Augustinus gesagt hat, die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, der liest nur eine Seite. Aber ist es das wirklich? Wollen wir mit unseren Reisen nicht immer auch ein bisschen vor uns selbst fliehen? Unserem Leben entkommen, dem Wesentlichen entgehen? Dann in die Ukraine. Präsident Zelensky gedachte der Befreiung von Cherson. Gleichsam werden Tote aus der Region gemeldet. Auch Kiew, ebenso Drohnenangriffe, 19 von 31 seien zerstört. Vitali Klitschko meldet gestern starke Explosionen in Kiew. Die Donetsker Volksrepublik meldet 36 ukrainische Angriffe binnen 24 Stunden und Tote und Verletzte. Die Ampelkoalition will Militärhilfen für die Ukraine verdoppeln. Der russische Militärblocker Juri Podoljaka meint, Avdijewka wird fallen, das wissen die Ukrainer. Das russische Grenzgebiet Belgorod ist erneut unter Beschuss. Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen meint, ein Beitritt der Ukraine wäre ohne die Gebiete möglich, die Teil Russlands wurden. Er meint einen Beitritt zur NATO. Und nicht vergessen, immer schön volkstümlich bleiben. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Die Weltgesundheitsorganisation meint, der Kontakt zum Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen wurde verloren. Man hat sich sehr besorgt über die Situation gezeigt. Es berichtet die Tagesschau. Deutschland stockt die Hilfen für Palästinenser auf. Das hat Außenministerin Baerbock angekündigt. 38 Millionen Euro Hilfe, sagte sie zu. Sie wirbt für eine Zwei-Staaten-Lösung. Auch reist sie zu einem Treffen mit Israels Außenminister nach Tel Aviv. Als Reaktion auf den Beschuss der annektierten Golanhöhen hat Israel Ziele im benachbarten Syrien angegriffen. Israel hatte bereits Freitag Ziele in Syrien angegriffen. Die Golanhöhen hält Israel seit dem Ende des Sechstagekrieges 1967 besetzt, annektierte 1981. Die internationale Staatengemeinschaft erkennt die Annexion bis heute nicht an. Das erklärt uns der ORF. Russia Today meldet den ehemaligen CIA-Analytiker Larry Johnson. Dieser berichtet, seit Wochen gibt es Meldungen aus dem Irak, nach denen örtliche Widerstandsorganisationen die dortigen US-Stützpunkte mit Raketen und Drohnen angreifen. Ähnliches wird auch aus Syrien gemeldet. Dabei sind die US-Stützpunkte in Syrien völkerrechtlich illegal, dagegen den Willen der syrischen Regierung errichtet und die im Irak zweifelhaft, weil das irakische Parlament die US-Truppen bereits vor Jahren zum Abzug aufgefordert hat. Entsprechende Informationen werden laut Larry Johnson vom Weißen Haus und Verteidigungsministerium unterdrückt. Die US-Öffentlichkeit soll von diesen Verlusten nichts erfahren.
Berichtet wird im Artikel auch Landstuhl in Deutschland. Hier werden verdeckt in der Ukraine eingesetzte US-Soldaten behandelt. Es berichtete die New York Times. Als letzte der großen Ratingagenturen senkt nun auch Moody's den Daumen über den USA. Hohe Staatsschulden bei hohen Zinsen belasten den Haushalt. Vorher wurde die Bestnote bereits von Fitch und S&P entzogen. Bevor wir Zahlen haben, klare Zahlen, klare Informationen, dürfen wir nichts machen, weil aufgrund von Hochrechnungen sind immer spekulativ und man kann nicht so wichtige Entscheidungen treffen aufgrund von Hochrechnungen. Unmissverständlich, aber leider nicht volkstümlich, Sucharit Bhakti. Passend dazu ein Bericht vom Spiegel. Eine HPV-Impfung gegen Krebs. Man schreibt, Krebsarten wie Gebärmutterhalskrebs könnte durch diese verhindert werden. Aber die Impfquote sei besorgniserregend niedrig. Beschwingt trippeln wir in eine neue Woche und wenn diese Musik erklingt, dann ist Sarah Wagenknecht zu hören hier in der kleinen Audiodatei. Hallo. Sehr, sehr schade, dass die Partei diesen Flügel hat gehen lassen. Und da kommen wir auch schon zu dem Wichtigsten hin. Jetzt wissen wir ja, also Wagenknecht hat Schuld, sie geht einfach weg und wie kann man nur? Gleichwohl entspricht es natürlich der Wahrheit, dass sie in den letzten Jahren mit ihrer Politik nicht durchgedrungen ist und dass sie einfach weggemobbt wurde. Ich erinnere mal an die Hessenwahl. Einen Tag später haben wieder die Linksliberalen sofort ihren Ausschlussantrag verkündet. Jetzt ist sie gegangen, jetzt ist es auch wieder nicht richtig, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, und das Interessante ist ja, wir haben neue Umfragen bereits vorliegen und die zeigt die Linke eigentlich unter 5%. Damit wäre sie aus dem Parlamentarischen ja so gut wie raus. Das stimmt natürlich. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, als Wagenknecht da war, war es auch unter 5%. Ohne Frage. Und die Wahl war ja mit 4,9%. Tatsächlich unter 5%. Wir sind ja nur durch die drei Direktmandate hineingekommen. Das bedeutet also, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, hat sich tatsächlich so zwischen 3 und 4% eingepegelt. Wenn es dabei bleibt, ist es natürlich wirklich eine Katastrophe. Im Grunde genommen, wir brauchen eine linkssozialistische Partei. Wir brauchen keine Grünen 2.0. Der Weg wird ja jetzt auf dem Parteitag beschlossen und ich bin echt gespannt. Lajos Orbán hier in der kleinen Audiodatei. Dann zurück zu den Fragen an Sarah. Kommen wir zum Eingemachten. Rena Protschi fragt auf Instagram, welche Asylpolitik streben Sie an? Und Christa Schiffer, auch auf Insta, fragt, welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um die Zuwanderung zu begrenzen? Da habe ich eine sehr klare Position. Ich finde, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Wir müssen die Zahlen reduzieren. Ich finde das auch blamabel, wenn es einen Flüchtlingsgipfel gibt und dann also Bund und Länder sich nur darüber zoffen, wie man die Kosten verteilt, aber keine ernsthaften Maßnahmen ergriffen werden, wirklich, dass die unkontrollierte Zuwanderung gestoppt wird. Das geht auch auf nationalstaatlicher Ebene. Das beweist Dänemark. Und natürlich geht es da vor allem darum, auch Anreize zu reduzieren. Der Hauptanreiz ist ja, dass wenn jemand nach Deutschland kommt, egal ob er Asylrecht hat oder nicht, aktuell ist es so, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier bleiben kann, ist sehr hoch. Menschlich ist ja auch verständlich, dass viele Menschen in Länder möchten, wo der Lebensstandard höher ist. Nur das überfordert unser Land. Es fehlen ja jetzt schon 700.000 Wohnungen, es fehlen tausende Lehrer, es fehlen tausende Kita-Plätze. Wir können nicht mit dieser hohen Zuwanderung auf Dauer auskommen. Und deswegen finde ich, ja, wer Asylanspruch hat, und da müssen die Verfahren auch beschleunigt werden. Das heißt, da sollte man mehr Personal einstellen, damit dann wirklich nicht wie jetzt erst nach 2 Jahren das Gesamtverfahren abgeschlossen ist, sondern möglichst wirklich in 3 Monaten, aber dann schon einschließlich auch der Widersprüche. Und wer keinen Anspruch hat, das macht Dänemark vor, der muss dann eben auch wirklich damit rechnen, dass er dieses Land, in diesem Land eben nicht leben kann. Und das muss auch umgesetzt werden und das kann auch umgesetzt werden. Gleichzeitig sollte man allerdings, also nur die sind aktuell willkommen, die wirklich politisch verfolgt sind. Da haben wir einen Schutz, die haben einen Schutzanspruch, die müssen auch tatsächlich hier bleiben können, alle anderen nicht. Und das sind tatsächlich ja die große Mehrheit, die ihn nicht haben. Allerdings, und das finde ich wichtig, wir sollten auch mal gucken, aus welchen Ländern kommen die meisten Menschen und warum kommen sie. Es ist ja nicht so, dass es aus den ärmsten Ländern kommen. Also die Ärmsten dieser Welt kommen nicht nach Europa, weil sie gar nicht das Geld haben, die Schleuser zu bezahlen. Sondern aktuell kommt ein Drittel aller Asylbewerber aus Syrien, aus einem einzigen Land.
Und das hat etwas damit zu tun, dass dieses Land mit brachialen Wirtschaftssanktionen überzogen wird, auch von uns, also vom Westen, und dass dort natürlich der gesamte Wohlstand, den sie auch mal hatten, völlig kaputt gegangen ist. Das heißt, das ist ein Land, das war mal eigentlich für die Region relativ wohlhabend. Dieser Wohlstand ist kaputt gemacht worden durch den Bürgerkrieg, aber eben jetzt auch durch die Sanktionen. Die USA besetzen immer noch wesentliche Ölfelder auch Syriens. Das heißt, die Erlöse sind nicht im Land, die stehen dem Land nicht zur Verfügung. Also ja, es muss auch in solche, es kann auch aus solchen Ländern keine Zuwanderung in der Dimension geben wie bisher, aber dann muss man bitteschön auch gucken, dass es zu Hause wieder Perspektiven gibt. Also Schluss mit diesen Sanktionen, und ich finde auch, das Öl, was in Syrien, auf dem Territorium von Syrien ist, ja gut, das gehört dem Land und alles andere ist völkerrechtswidrig. Also auch da, diese Frage ist für mich eine, die wir mit diskutieren sollten, neben dem Umstand, dass wir tatsächlich hier die Zahlen deutlich reduzieren. Ich übersetze und verknappe Ausländer raus. Aber Thema Völkerrecht. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Und, ja, und was Syrien angeht, regiert dort nicht der Schlechter? Und auch müssten wir nicht den Chinesen Asyl gewähren? Weil das ist doch eine böse Diktatur. Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden. Ohne Mumm und Männerherz, ohne Fantasie, ohne Format. Wichtig, dass wir uns an Dänemark orientieren. Intelligent 27 fragt auf TikTok, wird es eine Dönerpreisbremse geben? Ja. Gaza wurde verlassen von 800 Ausländern und Palästinensern. Die Weltgesundheitsorganisation beklagt die Lage im Al-Shifa-Krankenhaus, berichtet die Tagesschau. Mehr als 2000 Menschen sind noch in der Klinik. Laut Israel hat die Hamas dort eine Kommandozentrale. Die USA haben erneut Einrichtungen in Syrien aus der Luft angegriffen. Diese sollen in Verbindung mit dem Iran stehen. Zweifelnd formuliert die Tagesschau. Vor 85.000 Menschen in Amsterdam hat sich die Aktivistin Greta Thunberg zum wiederholten Mal mit den Palästinensern solidarisiert. Teilnehmer der bisher größten Klimademonstration in den Niederlanden reagierten verärgert. Es berichtet der Spiegel. Eine Frau erklärte, Israel begehe in meinem Land, also Palästina, einen Völkermord. Ein Mann sprang vor laufenden Kameras auf die Bühne und rief ins Mikrofon, ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen, nicht um politische Ansichten zu hören. Diesen bemerkenswert dummen Satz quittiere ich mal mit diesem. Klima hat nichts mit Politik zu tun. Es wird auch die haarsträubende Dummheit der wohlhabenden Teile der Welt sein, die irgendwann aufzuklären ist. ARD und ZDF. Wir haben uns gestern Abend der Gehirnwäsche der öffentlich-rechtlichen Medien hingegeben, ab 19 Uhr gefühlt 50 Mal das Wort Antisemit gehört. Als kritischer Geist frage ich mich, ist das eine neue Religion, kann man vielleicht konvertieren? Und bedacht wird Wladimir Zelensky. The victory will change the world. Einer seiner Klassiker. Hundreds of thank you are not hundreds of thanks. Jetzt hat er nochmal einen großen Hit nachgelegt. If you can't give us some financial support, okay. Okay, please, give us a credit. Gib uns einen Kredit. Give us a credit. Wladimir, mein Lieber, du musst nur bei Facebook beitreten. Da melden sich Leute bei dir, die von Schicksalsschlägen getrieben Kredite vergeben. Und nochmal Sarah Wagenknecht. Sie will nicht als Vorsitzende ihrer Partei agieren. Der Spiegel ergänzt, Amira Mohammed Ali soll Parteivorsitzende werden. Die Linke selbst will wieder Ostpartei werden. Das trifft dich gut, nachdem die in Jena geborene westdeutsche Sarah Wagenknecht die Partei verlassen hat. Der aus Hamburg stammende ostdeutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lehnt einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg ab. Er meint, die Hamas dürfe sich nicht erholen können. Scholz wandte sich gegen die Forderungen muslimischer Staaten. Er erklärte sich bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme. Ich finde es wunderbar, wie offen und ehrlich wir das Geschäftsmodell des Kapitalismus nun vorgelebt bekommen. So wie wir es in der Schule gelernt haben, zumindest die in der DDR Lebenden. Jeder Lehrer brachte das jeden Tag, in jeder Stunde, in jedem Unterrichtsfach. Und allen Idioten, die im Herbst 1989 für ein anderes Gesellschaftssystem auf die Straße gegangen sind, sei gesagt, dafür seid ihr auf die Straße gegangen. Für das Morden, für das Töten. Ist es nicht ästhetisch atemberaubend, wenn in einem großen Krankenhaus ganz langsam der Strom weggeht und sich die Beatmungsgeräte ausschalten? Piep, piep, piep. Genau das bucht man dazu beim Westweltkonsum. Sozusagen beim Urlaub all inclusive. Das Töten mit drauf auf die Rechnung. Kleine Audiodatei, Dienstag, der 14. November 2023.
Das heutige Dossier heißt Aha. Es wird untermalt von Musik von Aha, der Band aus Norwegen. Es wird gehen um den Nahostkonflikt, um Berichterstattung der ARD und des ZDF. Sie meinen, das kann man nicht machen? Das meine ich auch. Man kann es aber versuchen in einem Dossier. Und es gibt eine Besonderheit. Wenn man in der DDR in Thüringen groß geworden ist, war man Opfer von NDR, Hessischer Rundfunk und Bayerischer Rundfunk. Damals unterschieden sich die Programme noch stark. Die Kapelle Aha lief zumindest hitparadentechnisch nur im Norden beim NDR. Egal, was sie herausbrachten, sie stürmten die Hitliste. Die Bayern und die Hessen waren da deutlich zurückhaltender. Also selbst im Schmerbauch-Deutschland der 80er Jahre waren nicht alle gleich. Es ist nun besser geworden. Wir sind alle gleich, hören das Gleiche, weil wir die Guten sind. Aha, Crywolf, lernen mit Schlager. In den öffentlich-rechtlichen Diskussionen geht es um Israel und um ultraorthodoxe Juden. Mir stellen sie eher Fragen als Antworten. Sie sind ziemlich eindeutig. So eindeutig, dass ich mir die Frage stellen muss, sind sie vielleicht zu eindeutig? Siedlerbewegung auf dem Vormarsch, auf Arte, 2023. Israel seit Monaten in Aufruhr. Mehr als 100.000 demonstrieren jedes Wochenende gegen die neue, ultrarechte Regierung. Aber der Rechtsruck wird auch begrüßt. Zum Beispiel von vielen jüdischen Siedlern, die sich im Westjordanland weiter ausbreiten. Wenn sie drohen, mich umzubringen, dann töte ich sie zuerst. Das steht auch in der Tora. Hunderte von Autos standen dort. Sie haben die Autos und die Bäume abgebrannt. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern nimmt zu seit dem Regierungswechsel. Eskaliert die Lage im Westjordanland. So fluffig der Beat, so ist die Lage eskaliert. Schönes Beispiel für Sprachentwicklung. Der Orgasmus ist keiner mehr, wenn er Ultra-Orgasmus sein kann. Ich ziehe die Zahlen vor 2023. Die Siedlung Givat Zeev im Westjordanland. Hier wohnt Naomi Linda Kahn, eine von 700.000 jüdischen Siedlerinnen und Siedlern. Schalten wir 3 Jahre zurück zur Dokumentation. Wem gehört das Heilige Land, ebenfalls Arte? Zwischen etwa 2,7 Millionen Palästinensern leben hinter Zäunen, Mauern und Stacheldraht ungefähr 430.000 jüdische Siedler in gut 260 Siedlungen und Außenposten. Da hat sich doch ein wenig getan. Noch einmal, Arte 2023. Die Siedlung Givat Zeev im Westjordanland. Hier wohnt Naomi Linda Kahn, eine von 700.000 jüdischen Siedlerinnen und Siedlern. Und nochmal 3 Jahre zurück. Zwischen etwa 2,7 Millionen Palästinensern leben hinter Zäunen, Mauern und Stacheldraht ungefähr 430.000 jüdische Siedler in gut 260 Siedlungen und Außenposten. Aber zurück nach 2023. Siedlerbewegung auf dem Vormarsch. Eine Siedlerin wird uns vorgestellt. Naomi Linda Kahn zog ganz bewusst ins von Israel besetzte Westjordanland oder Judäa und Samaria, wie die Gegend von den Siedlern genannt wird. Teil der jüdischen Geschichte sein, das bedeutet für die 61-Jährige, um jeden Quadratmeter hier zu kämpfen. Gegen die Palästinenser. Deshalb ist sie bei Regavim aktiv, einer vor allem durch Spenden finanzierten Siedlerorganisation. Ihre Mission? Sie spürt illegale palästinensische Neubauten auf und bringt sie vor Gericht. Moment, illegale Palästinenser im von Israel besetzten Palästinensergebiet? Khan al-Ahmar liegt im sogenannten C-Gebiet, also den Bereichen des Westjordanlands, die unter israelischer Verwaltung stehen. Im Gegensatz zu den palästinensisch verwalteten A- und B-Gebieten. Eine Baugenehmigung von den israelischen Behörden hat es für die Siedlung nie gegeben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist eine strategisch extrem wichtige Lage. Direkt an der Schnellstraße nach Jerusalem. Warum tauchen all diese palästinensischen Außenposten auf? Warum verbreiten sie sich überall im C-Gebiet? Es liegt auf der Hand. Sie sind politisch motiviert. Es geht nicht darum, dass die Menschen hier ein gutes Leben führen können. Die palästinensischen Behörden bezahlen die Leute sogar dafür, dass sie aus den von ihnen kontrollierten Gebieten A und B hierher ziehen. Warum? Weil sie annektieren wollen, Fakten schaffen. Sie wollen die Kontrolle über ganz Judäa und Samaria.
of all of Judea and Samaria. Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass wir bleiben werden. Das hier ist das Land Israel. Und dieses Land wurde gegründet, um israelische Siedlungen zu bauen. Wer das anerkennt und uns entgegenkommt, kann friedlich mit uns zusammenleben. Wir finanzieren am besten gleich alle Seiten. Aber trotzdem noch einmal, die drei Zonen sind interessant. Was hat es damit auf sich? Das erfahren wir in der gleichen Dokumentation Siedlerbewegung auf dem Vormarsch. Der Siedlungsstreit im Westjordanland, er begann 1967. Im Sechstagekrieg hatte Israel das Gebiet im Handstreich erobert. Auf einen Schlag waren 600.000 muslimische Palästinenser unter israelischer Herrschaft. Jüdische Israelis begannen, hier zu siedeln, meist auf den strategisch günstigen Hügelkuppen. Die Vereinten Nationen verurteilten den Siedlungsbau als völkerrechtswidrig. In den 90er Jahren gab es Hoffnung. Im Oslo-Friedensprozess wurden die A- und B-Gebiete, in denen die meisten Palästinenser wohnen, unter palästinensische Verwaltung gestellt. Die C-Gebiete sollten irgendwann folgen. Doch viele Siedler denken gar nicht daran, ihr Land wieder abzugeben. Und wieder kommentiere ich, aha, stelle mir aber auch die Frage, wie stelle ich mir so eine Siedlung vor? Wie stellen Sie sich so eine Siedlung vor, liebe Hörerinnen und Hörer? 10 Häuser, 20 Häuser, 30 Häuser, 50 Bewohner, 100 Bewohner, 200 Bewohner? Mit Schlager Aha, I've Been Losing You und Minor Earth, Major Sky. Zum Glück wissen wir, Wikipedia, die Webseite unseres US-amerikanischen Hegemon, zu bedienen. Tief und fest in dessen Arsch eingeschraubt lese ich, als israelische Siedlung werden Städte und Dörfer in jenen israelisch besetzten Gebieten im Westjordanland und Ostjerusalem bezeichnet, die außerhalb der grünen Linie, der Waffenstillstandslinie von 1949 liegen. Auch hier die Zahl 700.000 jüdische Siedler, aber Stand 2019. Ergänzen können wir unser Wissen durch eine Liste. Diese nennt wieder etwas weniger als 500.000 Einwohner. Mir fallen auf die Siedlungen Betar Ilit. Hier wohnen fast 60.000 Einwohner, größtenteils ultraorthodoxe Juden. Eine weiter Wikipedia theologisch und sozialkonservative, nach Einschätzung von einigen Religionswissenschaftlern fundamentalistische Richtung innerhalb des Judentums. Ma'ale Adumim, 37.000 Einwohner. Modi'in Ilit, 81.000 Einwohner. So einfach werden Lösungen da gar nicht möglich sein. Zum derzeitigen israelischen Finanzminister. Der Gründer von Regavim ist Bezalel Smotrich, ein rechter Siedler, der seit Ende 2022 Israels Finanzminister ist. Er will die Finanzpolitik nach der Tora ausrichten. Die neue nationalreligiöse Regierung, ein Grund zur Hoffnung für Regavim-Aktivisten. Millionen von Israelis sehen das anders. Über 100.000 demonstrieren jedes Wochenende in Tel Aviv. Es geht gegen die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels und gegen deren Justizreform. In der Vergangenheit hat das oberste Gericht oft gesetzeswidrige Regierungsvorhaben gestoppt, zum Beispiel illegale jüdische Siedlungen. Diese Regulierung durch die Justiz will die Regierung abschaffen. Aha. Auf den Hügelkuppen sieht man Mobilheime, die Außenposten der jüdischen Siedlungen. Eine der ersten Handlungen der neuen Regierung war es, 9 solcher Außenposten zu legalisieren. Jos, aha, zurück 3 Jahre mit Arte. Für die EU sind die umstrittenen jüdischen Siedlungen ein Friedenshindernis. Für viele Europäer sind sie im gelobten Land Israel jedoch zur Heimat geworden. Wem gehört das heilige Land, Heimat für Europäer? Die Vereinten Nationen, die EU und zahlreiche andere Regierungen und Organisationen betrachten die jüdischen Siedlungen als Verstoß gegen das Völkerrecht, da sie auf besetztem Gebiet erbaut sind. Die Siedler berufen sich jedoch auf ein israelisches Rechtsgutachten, das den Siedlungsbau als legal ansieht. Aha. Kommen wir zu Katrin Eigendorf, uns allen bekannt als Superdrohne des ZDF im Einsatz gegen Wladimir Putin. Sie schrieb sogar ein Buch,
Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Geboren wurde sie am 1. Juli in Tönnes Forst. Wikipedia bezeichnet sie als Kriegsberichterstatterin. Ausgezeichnet wurde sie 2023 mit dem Augsburger Friedenspreis. Verheiratet ist sie mit Jörg Eigendorf, dem Konzernsprecher der Deutschen Bank. Sie besuchte ebenfalls vor 3 Jahren Mea Shearim, das ist eins der ältesten Stadtviertel in Jerusalem außerhalb der Altstadt. Auch hier hauptsächlich ultraorthodoxe Juden. Die Wohnanlage wurde 1874 entworfen, heute eine eigene Kleinstadt mit rund 300 Wohneinheiten. Traditionell ausgelebt wird hier die Tora, mittlerweile auch eine Touristenattraktion. Begleiten wir unsere Katrin Eigendorf. Alleine würde ich mich hier nicht hineintrauen. Mit Elli an meiner Seite fühle ich mich sicher. Meine Kollegin Vanessa Schlesier und ich haben uns so gekleidet, dass wir nicht provozieren. Und Elli stammt ja auch von hier. Und doch ist die Atmosphäre feindselig. Aber vielleicht liegt das ja auch an unserer Kamera. Es scheint, als ob die Menschen hier verzweifelt darum bemüht wären, eine längst untergegangene Welt zu bewahren. Gegen jeden Fortschritt und Einfluss von außen. Tatsächlich waren es osteuropäische Rabbiner, die den Holocaust überlebt haben, die hier nach dem Krieg ihre Gemeinden wieder auferstehen ließen. Den israelischen Staat lehnen sie ab. Nur kleine Fragmente aus ihrer Dokumentation. Dieser Elli ist ein Aussteiger. Das ganze Thema sexuellen Missbrauch lasse ich jetzt mal aus. Können Sie bei Interesse bei der Originaldokumentation des ZDF nachschauen. Interessant aber, sie lehnen den Staat Israel ab. Wie nennt man Vergleichbares bei uns? Mir ist es eingefallen, ich sag's aber nicht, ich sag nur, aha. Lernen mit Schlager I Call Your Name. Unter Vermittlung eines jüdischen Helfers gibt es Kontakt zu einem Jossi. Er erzählt auch über sein Sexleben. Wir sind nicht in der Welt, um sie zu genießen. Wir heiraten, um mehr Soldaten in die Welt zu bringen, die die Tora beschützen. Die Tora ist unser wirkliches Leben. Auch Jossi wurde mit 17 verheiratet. Er stammt aus einer streng religiösen Rabbinerfamilie. Er sieht das Leben lockerer als seine Eltern, aber gezweifelt hat er nie. Jossi führt mich durch die Wohnung wie eine alte Bekannte, sogar ins Schlafzimmer, wo wir offen über sein Sexleben reden. Geschlechtsverkehr haben wir nicht, weil wir es wollen. Es ist eine Pflicht. Genauso wie das Hornblasen und der Gebetsriemen oder wie den Schabbat einhalten. Die Zeit dafür ist auch geregelt. Wenn die Frau gereinigt ist am Schabbatabend. Gut, kann ich mir in Teilen Baden-Württembergs auch vorstellen. Über 600 jüdische Gebote regeln den Alltag bis ins kleinste Detail. Ein Leben, das sich Jossi auch für seine 5 Kinder wünscht. Hier muss ich gerade an diese beiden Kameraden denken. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Zumindest von einem normalen westeuropäischen Arbeitstag ausgehend, denke ich, müssten einige Anpassungen erforderlich Zurück sein. Zurück in Jerusalem. Elli will uns das Herz von Mea Shearim zeigen, den Markt. Doch so weit kommen wir nicht. Einige Kinder versuchen uns den Weg abzusperren. Ihr dürft nicht weiter, sagen sie zu Elli. Eine ähnliche Situation hatten wir am Tag zuvor, als unsere Kamerafrau mit dem Messer bedroht wurde. Also gehen wir jetzt besser? Also wir haben beschlossen, dass wir doch lieber gehen, weil es doch jetzt gefährlich wird. Also die Kinder scheinen wohl wirklich sehr aggressiv zu sein. Und da fliegen auch schon die ersten Flaschen auf uns. Sie rufen Schickse hinter uns her, immer wieder. Ein Schimpfwort für ungläubige Frau. Aha. Train of Thought, aha, lernen mit Schlager. Nun sah ich vergangene Woche auch eine Berichterstattung aus demselben Gebiet von Russia Today. Auch dort war eine Kollegin, ich würde sogar sagen etwas hübscher wie Katrin Eigendorf, der ich natürlich nicht zu nahe trete, vor Ort. Sie berichtete, ohne sichtbare Repressionen zu erfahren. Hat sie als Russia Today-Korrespondentin dort einen besseren Ruf? Hat Eigendorf als ZDF-Korrespondentin dort einen schlechteren Ruf? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Drum heißt ja dieses Dossier, aha. Auf Russia Today kam eine junge Frau zu Wort, die aus Israel berichtete. Eine Passantin. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich habe mein ganzes Leben in Israel verbracht.
Ich war bei zwei verschiedenen Intifadas und vielen Kriegen in Gaza dabei. Und die Lage sogar auf den Straßen, nicht einmal bei den Politikern. Die Lage auf den Straßen in Israel ist im Moment sehr hart. Der Hass wächst und ist unglaublich groß auf beiden Seiten. Und so soll jetzt noch der palästinensische Ministerpräsident zu Wort kommen. Er bricht bei einer Pressekonferenz in Tränen aus. Die Kinder schreiben ihre Namen auf ihre Körper, damit ihre Leichen identifiziert werden können. Die Mutter der drei Kinder, die unter den Trümmern begraben wurden, sagte zu ihren Kindern: Ich möchte euch sehen, sei es auch nur im Traum. Eine Tragödie, ich sagte ja, kein leichtes Dossier. Zum Dossier noch eine kleine Zugabe. Wir wollen ja aus Schlagern lernen. Aha, aha, aha. Trio mit Da, Da, Da. Gerne gebe ich zu, es gibt Dossiers, die relativ leicht von der Hand gehen. Sarah Wagenknecht zähle ich dazu oder Michael Lüders. Da hört man sich die Beiträge an, schneidet ein paar wichtige Sachen heraus. Das heutige fiel mir deutlich schwerer. Dreimal war ich in Auschwitz, bestimmt 100 Mal in Buchenwald, lief dort mit gesenktem Kopf umher, fühle mich den von uns Deutschen ermordeten Juden ebenso verpflichtet wie den 27 Millionen Sowjetbürgern. Ich möchte bei diesem Konflikt unbedingt auch die jüdische Seite zu Gehör bringen. Da gibt es sehr viel zu kritisieren, auch an unseren Darstellungen zur militärischen Ausrüstung der Hamas bzw. deren militärischen Armen. Aber ich muss auch sagen, ein Dossier wie dieses hinterlässt bei mir Fragen. Unsere Annalena Baerbock warb unlängst für die Zwei-Staaten-Lösung. Ist diese eigentlich noch möglich in einem Westjordanland, das ja eigentlich den Palästinensern gehört, aber komplett zersiedelt ist, mit Siedlungen bis zu 50.000 Menschen, zudem laut Wikipedia ultraorthodox? Ich kenne das Buch von Jürgen Todenhöfer über den Islamischen Staat. Zumindest er hat dort auch ein normales Zivilleben auf der Straße beschrieben. Der Bericht von Frau Eigendorf wirkte auf mich deutlich extremer. Aber auch, es gibt russische Berichterstattungen aus demselben Gebiet, die das nicht so hervorhebt. Also was stimmt hier? Das ganze Thema eine reine Quälerei. Das ganze Thema Krieg und Frieden ist eine reine Quälerei. Und es bedrückte auch Ronny Poge in Stralsund gestern. Und Deutschland hat jetzt schöne Jahre hinter sich gehabt, ich sag mal so bis 2015, seit der Wende. Für uns Ostdeutsche war es ja eigentlich in Ordnung. Was wir allerdings nicht gewusst haben damals, als wir uns so nach dem Kapitalismus gesehnt haben, dass der nicht nur Reisefreiheit und Konsum und sowas alles mit sich bringt, sondern auch Ausbeutung und Krieg. Naja, man konnte das schon wissen. Man hat zugelassen, dass die Leute, die auf diese Dinge hingewiesen haben, jahrzehntelang weggehetzt wurden. Das macht die Leute ja nicht fehlerfrei. Unser Kriegsminister Pistolero forderte, dass die Deutschen kriegstüchtig werden. Das in den verteidigungspolitischen Richtlinien. Sie können sich diese auf der Webseite unseres Verteidigungsministeriums herunterladen. Ich erspare mir Scherze mit dem Namen unseres Verteidigungsministers und zitiere schon mal die Überschrift Verteidigungspolitische Richtlinien für die Zeitenwende und dann der Eingang: Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich wieder mit einer militärischen Bedrohung auseinandersetzen. Die internationale Ordnung wird in Europa und rund um den Globus angegriffen. Wir leben in einer Zeitenwende. Und dann auf der Seite 9. Die Russische Föderation bleibt ohne einen fundamentalen inneren Wandel dauerhaft die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum. Soll das sein, fordert das Verteidigungsministerium. Einen inneren Wandel in Russland, wie kann ich das verstehen? Regime Change? Angesichts 27 Millionen ermordeter Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg ist das für mich wahrhaftiger Wahnsinn, der in Russland als Kriegserklärung aufgenommen werden wird und bei dortigen Militärs, aber auch Politikern, Journalisten Handlungsdruck erzeugen wird. Die verteidigungspolitischen Richtlinien gab es das erste Mal übrigens 1972. In der letzten 2011 hieß es noch, eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln sei unverändert. Unwahrscheinlich. Die Wikipedia-Seite nennt uns Kritik. Sie zitiert die Berliner Zeitung, diese warnte davor, dass mit der geforderten Gewöhnung an den Krieg die Akzeptanz des Kriegs als Normalzustand verbunden ist. Krieg sei jedoch keine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern im Gegenteil ein Versagen der Politik. Der Journalist Franz Alt fordert Boris Pistorius dazu auf, sich zu korrigieren und fragt, ob hier ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt, angesichts der dort festgeschriebenen Verpflichtung auf Frieden als Basis aller Politik. Auch Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung erinnert an das Grundgesetz und sieht in der Kriegstüchtigkeitsdiskussion genau zum Beginn des 75-jährigen Grundgesetzjubiläums eine Beleidigung der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Auch ich werde mich hier an dieser Stelle gerne noch einmal zu unserem Grundgesetz bekennen. Ich lese es anders. Ich lese ein Friedensgebot und erinnere an den schönen Satz: Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Ergänzend dazu eingeführt der 12. November als Veteranentag.
Deutsche Veteranen sollen geehrt werden. Welche eigentlich? Auch die, die in Auschwitz wirkten? Und was ist mit dem Volkstrauertag, bereits 1919 als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen? In der DDR gab es den internationalen Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg. Dieser ersetzte den Volkstrauertag, in der BRD 1952 eingeführt. Mit dem Veteranentag befasst sich nun Jens Zimmer von Infrarot Medien. Er schenkt uns ja sein Koffein. Ursprünglich war es täglich geplant. Gerade bei Einführung hatte ich damals mit ihm gesprochen. Er sagte schon damals, das wird ein sehr, sehr hartes Brot. Mittlerweile sind wir bei 1-2 Ausgaben in der Woche. Man merkt durchaus, dass es ihm schwerfällt. Aber sein Kommentar zum Veteranentag ist wahrhaftig überragend. Auszüge. Es geht um die Einführung des sogenannten Veteranentages. Also ein Tag, ja, an dem die Leistungen der Soldaten angemessen gewürdigt werden. So erklärt es Johann Wadephul von der Union. Einige andere Zustimmende werden erwähnt. Dann geht es ins Eingemachte. Die wirkliche Frage, die lautet doch, wozu das überhaupt? Wozu jetzt ein Veteranentag? Wir sind doch Jahrzehnte wirklich sehr gut ohne ausgekommen. Was hat sich geändert? Warum sieht man auf politischer Ebene plötzlich parteiübergreifend diese Notwendigkeit? Das ist doch erstaunlich. Ja, und die Antwort lautet, wegen des großen bösen Wolfs, ja, der da draußen auf uns lauert, irgendwo im dunklen Wald. Tja, wie in der Richtlinie, die Zeitenwende. Das kann man so sehen. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Der böse Wolf, das sind wir. Ist mein voller Ernst, ne? Wir greifen doch die ganze Zeit Länder an. Leider nehme ich die westliche Außenpolitik ebenso wahr, vor allem die unseres US-amerikanischen Hegemons. Krieg folgt auf Krieg, unbeschreibliche Zerstörungen, Millionen Tote. Nicht immer sind wir direkt dabei, gebraucht werden wir aber dennoch. Nicht zuletzt Rammstein. Drohnenmorde im Nahen Osten wären geografisch vom Territorium der USA nicht zu machen. Nicht von der Hand zu weisen ist natürlich die Tatsache, dass die Welt sich tatsächlich verändert hat. Das stimmt schon, sie hat sich verändert. Die Rotkäppchen dieser Welt, die schließen sich zusammen und die besorgen sich große Knüppel. So könnte man das den Kindern und Enkeln erklären. Und Deutschland ist auf Kriegskurs. Ja, viele wollen es nicht sehen, aber es ist so eindeutig. Ja, wir sind auf Kriegskurs. Die Bevölkerung ist es noch nicht. Ja, und da liegt durchaus ein Problem. Ja. Und darum ehren wir jetzt erst einmal unsere Veteranen. Ich möchte ergänzen, wir können stolz auf unsere Bevölkerung sein, die nicht auf Kriegskurs ist. Auch die russische Bevölkerung ist noch nicht auf Kriegskurs. Ich denke, mit der deutschen Bevölkerung wird es schwieriger werden. Aber sie gehen auch nicht auf die Straße. 20 Leute waren wir gestern in Stralsund. Das hat dann schon Stammtischformat. Wäre es nicht besser? Auf unseren Grabsteinen würde stehen, wir haben uns für den Frieden eingesetzt. Jeden Tag. The victory will change the world. Kann man noch siegen nach so vielen Toten? Give us a credit. Ja, gerne, dann geh irgendwo hin und leg dich ans Meer. Der russische Militärblogger Juri Podoljak meint, die ukrainischen Stellungen in Avdijewka wären absichtlich unterbesetzt. Die russische Armee nimmt einen Stützpunkt an der Front bei Artyomovsk ein. Aus dem Weißen Haus ist zu hören, Regierung und Parlament arbeiten an einem Mechanismus zur Unterstützung der Ukraine. Das Wall Street Journal berichtet, der USA gehen die Luftverteidigungssysteme aus. Auch Annalena Baerbock will die Ukraine-Hilfe ausweiten. Sie wird zitiert, Putin freut sich zu früh. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Hat Putin nicht seine zwei älteren Brüder im Krieg verloren? Ich glaube nicht, dass er sich freut. Ins selbe Horn, Kanzler Scholz, wir werden die Ukraine unterstützen, solange das notwendig ist, sowohl finanziell als auch was Waffenlieferungen betrifft. Und die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Ich fürchte, sollte es zum Äußersten kommen, werden wir nicht so wenig bezahlen wie beim letzten Mal. EUs Josep Borrell gesteht, Brüssel kann die versprochene Artilleriemunition nicht bis Jahresende liefern. König Charles erinnert an die Opfer der Weltkriege. Die Welt schreibt, Deutsche werden häufiger Opfer von Zuwanderern als umgekehrt. DPA zitiert Winfried Kretschmann. Wir müssen die irreguläre Migration begrenzen. Und Volker Beck bezeichnet in der Berliner Zeitung Greta Thunberg jetzt als hauptberufliche Israel-Hasserin. Darunter geht es nicht. 5 Palästinenser wurden im Westjordanland getötet. Israel meldet einen Waffenfund unter dem Krankenhaus. Die UN ist besorgt wegen Treibstoffmangels in Gaza. Nach dem Abschied sage ich mal Hallo. Hier ist die kleine Audiodatei Mittwoch, 15. November 2023.
Naja, aber ein bisschen zum Abschied passt. Die Linksfraktion im Bundestag beschließt ihre Auflösung. Sie verliert die notwendige Mindestgröße von 37 Abgeordneten. Nikolausi. Aufgelöst werden soll sich am 6. Dezember. Öffentlich-rechtlich wird es nun, treue Informanten informierten mich über einen Beitrag im Deutschlandfunk. Ein bemerkenswertes Interview mit Jean Asselborn, geführt von Dirk Müller. Deutschlandfunk, Interview. Der Krieg in der Region, unser Thema nun auch mit Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Seit Jahrzehnten hat er sich für die Interessen der Palästinenser eingesetzt und merkt jetzt in dieser Situation, wie zerstritten Europa in dieser Frage ist. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Asselborn, wie pro-palästinensisch können Sie noch sein? Also das ist eine, wissen Sie, ich war nie pro-palästinensisch und, oder gegen israelisch. Ich war immer, dass wir es hinkriegen, als Weltgemeinschaft Frieden zwischen Israel und Palästina hinzukriegen, ohne dass die Palästinenser, bin ich auch heute davon überzeugt, ein Staat bekommen wird, kein Frieden in Israel sein. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die europäische Ebene gehen, Sie sagen, das war oder ist ein Weltanliegen, wie frustriert sind Sie, dass Sie da nicht weiterkommen? Frustriert ist kein gutes Wort. Ich weiß nur, dass jetzt Zwei-Staaten-Lösung in Amerika, in Europa als Lösung hingestellt werden. Was das Problem war, dass in Amerika und in Europa und auch in den arabischen Ländern wir eigentlich 10 Jahre uns die Zwei-Staaten-Lösung total egal war. Wir haben nicht mehr daran gearbeitet. Mhm. Und meine Überzeugung ist, dass, wenn ich das sagen darf, Herr Müller, ich weiß, dass ich ein Risiko eingehe. Tun Sie aber das, bitte. Hätten die Palästinenser ihren Staat, was ja lange, lange, lange vorher schon vorbereitet wurde, denken Sie an Oslo, Madrid, hätten die Palästinenser ihren Staat in den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt, dann bin ich überzeugt, dass es könnte natürlich leben in Frieden und in Würde zwischen Israel und Palästina, dann gäbe es in dieser Form diese Hamas nicht. Aber wie ich gesagt habe, haben wir als internationale Gemeinschaft versagt, UNO und Europäische Union und arabische Länder. Hm. Und natürlich muss man wissen, dass Premierminister Netanyahu, der ja sehr lange am Werk war, alles getan hat, damit dies nicht zustande kommt, eine Zwei-Staaten-Lösung. Mit den Kolonien allein, Kolonien im Westjordanland, physisch machen sie es unmöglich, dass es überhaupt noch einen Platz gibt für einen palästinensischen Staat. Und das ist sehr, sehr das besorgt mich sehr. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt überhaupt noch eine Zwei-Staaten-Lösung hinbekommen, weil kein Platz mehr für die Palästinenser ist. Also wenn die Zwei-Staaten-Lösung die wirklich die Lösung ist nach diesem Konflikt, wäre ich sehr, sehr froh. Man muss ihn nur hinbekommen. Jetzt haben Sie gesagt, zu Beginn dieser Antwort von Ihnen, Sie wissen, Sie gehen ein großes Risiko ein. Müssen Sie uns erklären, warum war das jetzt risikoreich, das zu sagen, was Sie jetzt gesagt haben? Können Sie nicht alles sagen, was Sie sagen wollen? Ja, Herr Müller, es ist natürlich risikoreich, wenn ich sage, dass Hamas in dieser Form nicht bestehen würde, wenn die Palästinenser ihren Staat haben. Ich weiß, dass das mir umgedreht werden kann. Aber ich glaube daran. Der Dirk Müller war gut, gell? Sie können doch alles sagen. Wollen Sie etwas sagen, das Sie nicht alles sagen können? Ich habe mir kurz überlegt, war das Satire, aber dann mal in seiner Biografie nachgeschaut. Die findet man auf der Webseite des Deutschlandfunk Zeitfunk. Die Frühsendung wird dort als Flaggschiff bezeichnet. Dirk Müller wurde in Köln geboren, studierte Politikwissenschaft und Geschichte, Volontariat beim Deutschlandfunk, Junior-Korrespondent im Deutschlandradio Hauptstadtstudio, Redakteur im Zeitfunk, ein Leben lang in einem Haus. Donnerstag, der 16. November 2023, die kleine Audiodatei. Und nicht vergessen, kaufen Sie Aktien. Die deutsche Medienaufsicht verbietet die Ausstrahlung von auf 1 auf Satellit. Ich kommentiere gegen. Hättet ihr mich gefragt, hätte ich genau das vorhergesagt. Ihr habt ganz einfach keine Satellitenlizenz. Ohne die kann man selbst nicht senden. Dieses Schwarz-Rot-Gold-TV hätte praktisch ein eigenes Nachrichtenformat anbieten müssen, in dem dann von euch Übernahmen hätten laufen können. Aber unter dem Logo Schwarz-Rot-Gold-TV. Wer das Ganze wo und wie produziert hätte, das hätte man erstmal nachweisen müssen. Aber mit aufgeblähter Brust zu greifen, die Medienrevolution auf Satellit ist halt einfach Blödheit. Warum weiß ich das? Weil Radio Marabu über 10 Jahre auf demselben Satellit gesendet hat, auf Radio Carol.
Caroline. Dort waren wir Bestandteil von Radio Caroline, haben sogar jede Stunde die Glocke gesendet. Wir sind ja ein klassischer Kurzwellensender und haben uns auch dort immer auf anderen Sendern eingemietet. Das wollen wir auch Weihnachten 2023 machen. Auch hier mieten wir uns bei einem anderen Sender ein. An auf 1 vorher denken, dann senden. Und ich äußere die Hoffnung, dass eure Berichte genauer recherchiert sind. Dmitri Medvedev meint, ein Ende von Washingtons Geldfluss an die Ukraine wäre unvermeidlich. Ukrainische Drohnen wurden über russischem Territorium zerstört. Der ukrainische Präsident meint, die Zahl der Übungseinsätze in F-16 Kampfjets für ukrainische Piloten muss größer werden. Und Josep Borrell, EU, 1 Million Schuss Munition für die Ukraine bleibt das politische Ziel. Es gibt ja Kollegen in den alternativen Medien, die auf das Rand-Papier verweisen und sagen, der Westen zieht sich aus der Ukraine zurück. Sieht für mich noch nicht ganz danach aus. Give us a credit. Dafür könnte sich ein anderer zurückziehen. Im März 2024 gibt es Präsidentschaftswahlen in Russland. Es ist bislang offen, ob der amtierende Präsident Putin wieder kandidieren werde. Das erklärte Dmitri Peskov. Was wäre, käme in Russland ein Präsident an die Macht, der nicht derart pro-westlich eingestellt wäre wie Wladimir Putin? In Deutschland kursiert ja das Thema Wohnungsbauprogramm. In Russland läuft das gut. 2023 wurden über 1 Million Wohnungen gebaut. 7 Millionen Russen haben ihre Wohnverhältnisse verbessert. Russland und Indien unterzeichnen einen Vertrag über den Lizenzbau von russischen Igla-S-Raketen. Finnische Behörden erwägen die Schließung der Grenzübergänge zu Russland. Die russische Außenamtssprecherin Sacharowa gibt zu Protokoll, ukrainische Beamten veruntreuen immer wieder große Teile der westlichen Finanzhilfe. Frau Sacharowa, wir wollen doch nur helfen. Give us a credit. Joe Biden und Xi Jinping trafen sich in San Francisco. Man will die Militärkommunikation wieder aufnehmen. Beide äußerten sich positiv. Die russische Kolumnistin Viktoria Nikiforova stellt kommentierend die Frage, hat China mit den USA einen geheimen Deal geschlossen? Der US-Senat stimmt für den Übergangshaushalt. Die israelische Armee hat nach israelischen Medienberichten erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs auch Einwohner des südlichen Gazastreifens dazu aufgerufen, aus ihren Wohnorten zu fliehen. Der Blick auf den Globus lässt mich die Frage stellen, wohin? Der UN-Sicherheitsrat fordert erneut humanitäre Pausen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov gab Russia Today ein Interview. Hier erklärt er, die Gründung eines palästinensischen Staates ist unvermeidbar. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation hält Israels Militäraktion im Al-Shifa-Krankenhaus inakzeptabel. Die Tagesschau stellt die Frage, wann verliert eine Klinik den Schutz des Völkerrechts? Ein Experte verbreitet sich. Ich meine mal, das Gebiet ist so eng bebaut, eine Vermischung von zivilen und militärischen dürfte unmöglich sein. Daraus, so meine Meinung, hätten sich bestimmte militärische Maßnahmen von vornherein verboten. Macht Nord Stream 2 auf. Man kann ja auch anders. Pünktlich nach Plan. Gestern um 22 Uhr der Bahnstreik begonnen. Es streikt die GDL. Im Regional- wie im Fernverkehr kommt es zu Ausfällen. Die Tagesschau berichtet, Teile der grünen Parteibasis formulieren ihren Unmut über die grünen Spitzen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Erklärt hat sie uns es. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Erinnern wir uns. In der Berliner Zeitung der Holocaust-Forscher Yehuda Bauer zur Lage in Israel. Netanyahu ist eine Katastrophe. Israels Armee entdeckt einen Tunnel auf dem Klinikgelände. Gerade erwähnter Netanyahu, die Vermeidung ziviler Opfer ist nicht gelungen. Offen gesagt bemerkenswerter Zynismus, es berichtet die Tagesschau. In Berlin heute der türkische Präsident Erdogan. In San Francisco Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Er traf sich nicht nur mit Joe Biden, auch mit dem Premierminister von Fidschi, mit der Präsidentin von Peru und mit dem mexikanischen Amtskollegen Obrador. Der Regierungschef Italien soll künftig direkt von den Bürgern gewählt werden. Euronews Deutsch berichtet, Giorgia Meloni will Geschichte schreiben. Der Bundestag verlängert die Energiepreisbremsen. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder. Und für Long-Covid-Forschungen gibt es 180 Millionen Euro. Der Bahnverkehr läuft wieder. Die Cannabis-Legalisierung kommt später. Und die Tagesschau berichtet ein überregionales Treffen des Reichsbürgernetzwerkes. Nicht in Tschetschen übrigens, sondern in Bayern. Ach, was Schlimmes. Liebe Hörer? Sie hören, was hören die denn? Achso, Radio Malibu, nee, Marabu. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Radio Marabu. Uta Schorn, ich habe Sie mehrfach getroffen, immer fröhlich. Sie hatte Schlaganfall, bereits im September. Uta, werde gesund. Und damit sind nicht nur alle Wolga-Deutschen, sondern auch alle Wolga-Fahrer gestern und heute lieb gegrüßt. Die kleine Audiodatei, Sonnabend, 18. November 2023. Marcello, herzlichen Dank. Der türkische Präsident Erdogan ist in Berlin vom Bundeskanzler empfangen worden. Gleich zu Beginn prallten ihre Positionen zu Nahost aufeinander.
Während Erdogan eine Waffenruhe im Gazastreifen forderte, unterstrich Scholz das Existenzrecht Israels, sprach sich, so interpretiere ich, gegen eine Waffenruhe aus, was weiteres Töten nach sich zieht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zum Beispiel auch in Chan Yunis. Israel hat erneut die Palästinenser in der südlichen Stadt des Gazastreifens aufgefordert, sich in Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Ich erinnere, die Menschen sollten von Norden in den Süden und jetzt müssen sie in den Westen. Über die Enge auf dem Gazastreifen hatte ich gestern bereits referiert und beziehe mich auf einen Post von Susanne Bonat über Telegram. Sie hat sich mit statistischen Zahlen befasst. Ein Mehrwert, den ich Ihnen gerne weitergebe. Susanne Bonat. Mal ein paar Zahlen zum rauf und runter gebeteten Narrativ, die Hamas verschanze sich in Wohngebieten und sei deshalb selbst schuld an den von Israel totgebombten, wohl inzwischen Zehntausenden palästinensischen Zivilisten. Bevölkerungsdichten im Vergleich. Deutschland insgesamt 236 Einwohner pro Quadratkilometer. Hamburg 2506 Einwohner pro Quadratkilometer, Leipzig 2069 Einwohner pro Quadratkilometer, Berlin 4210 Einwohner pro Quadratkilometer, Israel insgesamt 410 Einwohner pro Quadratkilometer, Gazastreifen insgesamt 5330 Einwohner pro Quadratkilometer, Gazastadt 12202 Einwohner pro Quadratkilometer. Fazit: Der Gazastreifen ist insgesamt mehr als doppelt so dicht besiedelt wie Hamburg, fast dreimal so dicht wie Leipzig und um 27% dichter besiedelt als Berlin. Der Gazastreifen ist sogar 23 Mal so dicht besiedelt wie Deutschland insgesamt und 13 Mal so dicht wie Israel insgesamt. Anders ausgedrückt, da wohnt überall jemand, da stehen überall Häuser, da sind überall Menschen. Selbst wenn die Hamas das wollte, könnte sie sich nicht von der Zivilbevölkerung fernhalten und die Zivilbevölkerung nicht von der Hamas. Das ist physisch unmöglich. Diese oben genannte ständig wiedergekäute Floskel ist also nur der zynische Versuch, die rechtsextreme israelische Regierung von ihren Kriegsverbrechen reinzuwaschen, mal abgesehen davon, dass dieser an den Geiseln auch nichts liegen kann, denn die verrecken logischerweise mit in ihrem Bombenhagel. Sie sitzen ja mittendrin. Ich gab es von Susanne Bonat wörtlich weiter, den einen oder anderen Begriff hätte ich nicht verwendet. Verwendet habe ich aber bereits gestern den Begriff Zynismus und die grundsätzliche Schlussfolgerung. Die Option eines Militäreinsatzes in diesem Gebiet hätte es, nach meiner Einschätzung, nie gegeben. Polizeieinsätze, Spezialeinheiten, das ja, natürlich, nach dem Terrorangriff der Hamas. Diese erklärt nun auch, beziehungsweise ihr Sprecher, es publiziert die Tagesschau, Zitat, wir haben uns auf eine lange und anhaltende Verteidigung aus allen Richtungen vorbereitet. Je länger die Besatzungstruppen im Gazastreifen bleiben, desto größer sind ihre ständigen Verluste. Israels Militär gibt nun bekannt, Waffen und Munition wurden in einem Kindergarten im Gazastreifen gefunden. Tja, wie gerade vorgelesen, da habe ich keine Zweifel. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes sind bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in einem Flüchtlingslager in der Stadt Nablus, das ist im Westjordanland, mindestens 5 Palästinenser getötet worden. 2 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Rote Halbmond mit. Quelle ebenfalls. Tagesschau. Papst Franziskus will kommende Woche Angehörige von israelischen Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Auch möchte er Palästinenser treffen. Die Tagesschau interviewt Nahostexperte Peter Lintl. Dieser kommt zu dem Schluss, die Hamas in Nordgaza ist geschwächt und doch dürfte sie von einem langen Krieg profitieren. Da der Großteil der Bewaffneten im Süden sei, würden sich die Kämpfe wohl auch dorthin ausweiten. So zynisch es auch klingen mag, so wie sich die Situation jetzt entwickelt hat, bleibt es fast nur noch, alle Palästinenser zu töten. Welche Zukunft auch politisch dieses Gebiet in Zukunft haben kann, mag ich mir nicht ausmalen. Mit Ausnahme von Susanne Bonat waren alle Quellen von der Tagesschau. ARD und ZDF singen heute aus IFF. Hier grundsätzlich wichtig, da ich sie nicht zwingend auf alternative Quellen führen möchte. Und im Falle des Konfliktes können sie sich tatsächlich relativ gut mit öffentlich-rechtlichen Medien informieren. Das war beim Ukraine-Konflikt deutlich anders. Hier wirkten die Medien für mich als eindeutige Kriegspartei. Gerne jetzt aber doch mal Russia Today. Die berichten, ab 2025 soll der Rundfunkbeitrag für deutsche Nutzer steigen. Von 18,36 € auf 18,94 €. Auch berichten sie von der Pressekonferenz Erdogans. Er erklärt gegenüber der dpa, Zitat, Sie als Christ stört es nicht, wenn Kirchen zerbombt werden. Ich sah Erdogan gestern auch im Bild. Er wirkte auf mich souverän.
Noch einer vom ORF Österreich. US-Außenminister Blinken hat von Israel Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt durch Siedler gegenüber Palästinensern im Westjordanland gefordert. Da muss es einiges geben, um so klar zu fordern. Singen. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Wladimir Putin erklärte, das Fenster nach Europa bleibt offen. Russland habe keinen Konflikt mit der europäischen Bevölkerung. Es habe schwere Zeiten mit europäischen Eliten. Das Ganze erklärte er in St. Petersburg auf dem Internationalen Kulturforum. Das Wall Street Journal erklärt, Europa kann die US-Hilfe für die Ukraine nicht ersetzen. Der russische Militärblocker Podoljaka, Juri, Russlands erste Panzerarmee, nimmt die Offensive bei Kupjansk wieder auf. Luftalarm gibt es in mehreren Gebieten der Ukraine. Auch werden Explosionen berichtet. Die nordkoreanische Nachrichtenseite informiert uns, die Regierungsdelegation der Russischen Föderation verließ Pjöngjang. Die Delegation besichtigte die Stadt. Kim Jong-un begegnete dem Außenminister der Russischen Föderation Lavrov. Und der Muttertag wurde in Nordkorea sinnvoll gefeiert. 2013, 4. 4. Die chinesische Nachrichtenseite CRI Online berichtet, der chinesische Staatspräsident hat am Freitag in San Francisco an dem 30. informellen Treffen der Wirtschaftsführer der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation teilgenommen. Er hielt eine Rede mit dem Titel an der ursprünglichen Zielvorstellung festhalten, hochqualitatives Wachstum der Asien-Pazifik durch Zusammenhalt und Zusammenarbeit fördern. Das Treffen endet mit der Verabschiedung der Golden Gate-Deklaration. Kurznachrichten. Liebe Schlagerfreunde, es ist Sonntag, Zeit für ein Kulturdossier. Eigentlich war dies schon fertig. Aktuelle Veröffentlichung von Reinhard May und Konstantin Wecker, es ist an der Zeit. Konstantin Wecker musste sich aus der alternativen Bewegung die Frage gefallen lassen, warum hat er in den vergangenen Jahren nichts gesagt? Schon lange ist er ein politischer Künstler, nicht zuletzt auch politischer Medienschaffender mit einer eigenen Plattform. Deutlich zu Wort meldete sich Jens Fischer-Rodrian. Er darf das, war lange Zeit künstlerischer Leiter von Konstantin Wecker. Er kennt ihn, er zeigte sich enttäuscht. Zuletzt sprach er im Rahmen einer Sendung für Julian Assange auf dem österreichischen Sender auf 1. Vielleicht lässt sich mit diesem Vorgang alleine die Frage beantworten. Auf 1 ordnet sich selbst der rechten Szene zu. Konstantin Wecker ist ein klassischer Linker. Dort in der Nähe von auf 1 wollte er sich sicher nicht wissen. Ich gehe auch davon aus, dass er sich bestätigt sieht. Eine zweite Argumentationskette. Wer schon einmal bei einem Konstantin Wecker Konzert war, weiß, wie viele Menschen der Mann zieht. Der füllt immer noch relativ große Hallen. Auf der Bühne stehen viele Künstler. Konstantin Wecker ist also nie eine Einzelperson, sondern auch Unternehmer, der Arbeitsplätze schafft. Da muss man vorsichtig sein. Der Titel »Es ist an der Zeit« könnte Hinweis geben. Ein Antikriegslied. Ich weiß selbst nicht mal, wer den Text verfasst hat. Könnte es ja sicherlich herauskriegen. Könnt ihr gerne machen. Vom Bauchgefühl würde ich sagen Reinhard May. Dessen »Nein, meine Söhne gebe ich nicht« aus dem Jahr 1986 wurde in den kritischen Bewegungen der vergangenen 3 Jahre zu einer Art Hymne. Nicht zuletzt durch eine Neubearbeitung des Scooter-Produzenten, unter anderem mit Joachim Witt. May gab diese frei und steuerte auch eine Liedzeile bei. Also er bekannte sich deutlich mehr, backt aber auch konzerttechnisch meines Wissens kleinere Brötchen. Ob das alles so ist, ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Ich labere hier einfach ein bisschen ins Mikrofon und möchte jetzt diesen Titel spielen. Er konnte mich fesseln und auch ein wenig erschüttern. Eine klare, sehr, sehr harte Sprache. Hören wir jetzt Reinhard May, Konstantin Wecker, die Stimmen sind brüchig geworden. Es ist an der Zeit. Weit in der Champagne im Mitsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht, im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat. Die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Was, Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein? Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du freudig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heut immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur dies Grabkreuz als einzige Spur von deinem Leben, drum hör meinen Schwur. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Nur weil eine Idee gescheitert ist, heißt das nicht, dass sie schlecht war oder falsch war. Ja, das stimmt. Und wie wichtig es ist, dass wir die Utopie eines friedlichen und herrschaftsfreien Miteinander im Herzen tragen und behalten. Uns wird ja von dieser Gesellschaft immer eingeredet, dass es zwar ganz naiv ist und ganz nett und so weiter, aber es ist nicht real praktisch, auch nicht verwirklichbar. Das ist ein Quatsch. Natürlich ist eine herrschaftsfreie Welt verwirklichbar. Man muss es nur mal anfangen. Und wir Männer können es bestimmt nicht, weil unser Patriarchat hat seit 5000 Jahren restlos versagt. Das ist ein gutes Wort. Das teile ich auf jeden Fall. Es muss eine weibliche Revolution gehen und sie ist weltweit, habe ich das Gefühl, irgendwo auch im Gange. Gretas Fridays for Future ist auch eher eine weibliche Revolution. Dann gibt es in Südamerika unglaubliche Frauenbewegungen, selbst in der Türkei. Was meinst du, wie das den Erdogan fertig macht?
Nein, das ist spannend. Der 19. November 2023 bleiben wir bei Komik. Die US-Regierung hat in der Nacht einen Bericht der Washington Post über eine vorläufige Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert. Na, das wäre ja eine Katastrophe. Sollte unser täglicher Konsum nicht durch die nötigen Leichenberge gedeckt sein? Die Kollegen der Tagesschau eröffnen, Joe Biden erbrach sich zurzeit nach dem Nahostkrieg. Die Zwei-Staaten-Lösung wäre der einzige Weg. Auch spricht er sich für eine Vereinigung mit dem Westjordanland aus. Bei den Bildern, die mir im Fernsehen gezeigt werden, würde ich aber eher von einem Staat und von einer Trümmerwüste sprechen. Angesichts der humanitären Lage in der Al-Shifa-Klinik in Gaza fordert die Weltgesundheitsorganisation eine rasche Evakuierung von Patienten und Personal. Ich denke, Sie meinen die Evakuierung der Ruine. Wichtig aber, dass man aufpasst, dass keine Panzer aus Versehen mit evakuiert werden. Sehen Sie, dieser Sonntag verheißt, humorvoll zu werden. Vielleicht ist ein gewisser Prozentsatz Behinderung ob Depression nötig, um den Humor dieser Tage zu erkennen. Bei einem Angriff auf einen Konvoi der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist der Organisation zufolge ein Mensch getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Der Konvoi habe versucht, 137 Menschen aus dem gerade erwähnten Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen in Sicherheit zu bringen. Zwei Autos des Konvois seien absichtlich angegriffen worden, so die Hilfsorganisation. Joe Biden ergänzt, die Palästinenserbehörde soll Gazastreifen regieren. Von Nahost-Experten habe ich oft gehört, gäbe es Wahlen, würde die Hamas wohl nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland haushoch gewinnen. Umso logischer und demokratischer, dass dann die Palästinenserbehörde, die wohl haushoch verlieren würde, regieren soll. Der Höhepunkt der Demokratie ist, dass das in Washington bedacht wird. Ursula von der Leyen will keine Vertreibung von Palästinensern. Ja, im Moment würde ich auch eher von Tötung sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, fordert humanitäre Feuerpausen. Na, hoffentlich ist das mit unserer Regierung in Washington abgesprochen. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Wobei wir nicht durcheinander kommen sollten mit dem Töten. Erneuten Beschuss gab es auf das russische Grenzgebiet Belgorod. Eine ukrainische Drohne wurde beim Anflug auf Moskau abgeschossen. Ein ukrainischer Pilot ist nach Russland geflüchtet. Es berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Er berät sich dort mit dem föderalen Sicherheitsdienst. Der Gouverneur des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, berichtet, Kiew befiehlt, verwundete ukrainische Soldaten nicht zu evakuieren. Er verbreitet sich gewöhnlicherweise auf Telegram. Der gefangene ukrainische Soldat Nikolai Bondarenko ruft Ukrainer dazu auf, die Mobilisierung zu verweigern, selbst wenn man dafür ins Gefängnis komme. Ein Video entsprechend veröffentlicht das russische Verteidigungsministerium. Wladimir Putin überraschte mit Aussagen zu LGBTQ. Er meint, diese Gemeinde sei Teil der modernen Gesellschaft. Aber ihre Werte sollten nicht zu einer zwingenden Voraussetzung für den Gewinn von Kulturfestivals und Veranstaltungen gemacht werden. Ich erinnere mich an die 80er Jahre. Da war zunächst das Thema Homosexualität größer geworden in der DDR. Es gab entsprechende Veröffentlichungen, Diskussionen im Radio. Hier erinnere ich mich mehrfach von entsprechenden Szenen in Moskau, Leningrad oder auch Donetsk gehört zu haben. Verdächtig zumindest, dass in Russland ausgerechnet diese deutschen Künstler am erfolgreichsten sind. Nennen mit Schlager Modern Talking Fancy nicht nur in Russland, sondern im gesamten Gebiet Osteuropas unglaublich beliebt. Auch in der Ukraine. Es wäre mir wirklich lieber, wir würden unseren jämmerlichen Musikgeschmack exportieren, als unsere wahrscheinlich besseren Waffen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert. Nicht von im Seidebacher. Nicht von nicht von Rheinmetall. Creating a deadly cloud. Sondern vom ehrlichsten und friedlichsten Juhu Marabu. Zuvor noch internationales Wahlkampf in Argentinien. Heute Stichwahl. Wird siegen der ultra-neoliberale Milei oder der gemäßigtere Massa? Es berichten die Nachdenkseiten. Gewählt wird auch in den Niederlanden. 22. November. Gewinnen könnte auch ein Antikorruptionsaktivist, der erst vor einigen Monaten eine Partei gegründet hat. Unter Druck Mark Rutte. Kommunal erfolgreich bei unseren Nachbarn. Das hat uns unser Kollege Viktor Alders mitgeteilt. In diesem Jahr die Bauernpartei. Los geht's! Eine Großdemonstration gab es in Madrid gegen die Amnestie. Tiefe Katalanen. Bei der Präsidentenwahl 2024 möchte auch antreten in Russland
der Nationalist Igor Kilkin. Es berichtet der ORF, in Berlin protestieren Tausende gegen ein PKK-Verbot. Nach Gerichtsurteil darf der ehemalige US-Präsident Donald Trump in Colorado bei Vorwahlen antreten. Die ARD berichtet vom linken Parteitag, überschreibt Aufbruchstimmung nah am Abgrund. Die junge Welt meint Rakete im Anflug, gemeint Carola-Rakete. Diese will noch mehr Distanzierung von der DDR, Distanzierung von der deutschen Geschichte. Hier mahnt auch Oskar Lafontaine in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er stellt fest, selbst Willy Brandt würde heute als AfD-nah gelten. Thüringen 24 vermutet, ein Bündnis mit der AfD bildet sich eine neue rechte Partei. Im Bild Björn Höcke und der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Auch Dr. Markus Krall wird erwähnt. Abgeschaltet sollte werden von Satellit auf 1. Nun meldet sich Stefan Magnet zur Zukunft des sicher AfD-nahen Senders. Ich zitiere den selbstbewussten Herrn. Zensurgaukler und Systemclowns glaubten nun wenige Tage die Manege zu beherrschen, doch der Zirkus endet jetzt. Auf 1 ist keineswegs verboten, auf 1 war noch nie verboten, auf 1 ist auch nicht abgedreht, weder online noch im Satellitenfernsehen. Auf 1 sendet weiter, richtig gehört, auf 1 sendet weiter, auch im Satellitenfernsehen. Und einmal öfter bewahrheitet sich, glauben Sie nicht alles, was in den Systemmedien steht, machen Sie sich selbst ein Bild. Gut, machen wir mal. Eine eigene Sendelizenz für Satellit hat meines Wissens auf 1 nicht, aber Schwarz-Rot-Gold TV. Unabhängig von allem, ich wünsche Gelingen und Glück. Jede Meinungsäußerung ist bereichernd. Give us a credit. Entschieden hat sich der evangelische Pressedienst, einen geplanten Bericht über sogenannten Turbokrebs, also schnell verlaufenden Krebs, zog er zurück. Der Nordkurier bewertete das ein äußerst seltener und entsprechend ungewöhnlicher Vorgang. Experten wurden interviewt. Genannt der Münchner Mediziner Peter Schleicher und der Chemieprofessor Andreas Schnecken. Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende an alle. Alternative Music.